Netze spannen und losschmettern. Die Berliner Meisterschaft der U13-Junioren im Volleyball steht auf dem Programm. In der Sporthalle der Kolibri-Grundschule in Marzahn-Hellersdorf werden die Kleinen zu ganz Großen. Zumindest die, die bei Sebastian Reinhardt, dem Landestrainer männlich, einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Für mich ist die U13 Berliner Meisterschaft sehr wichtig, da sie die besten Spieler in dem Jahrgang hat und auch eine Sichtungsveranstaltung für mich ist, für die Sportschule und für die nächste Landesauswahl, um perspektivisch zu sehen, mit welchen Kadern ich die nächsten 2, 3, 4 Jahre arbeiten kann. Eine ganz besondere Truppe stellt der VfK Südwest. Die Jungs von Ralf Ratajski spielen vorwiegend in dem Team der Südgrundschule in Zehlendorf. Und meine Schüler sind natürlich nicht alle aus einem Jahrgang. Ich habe nur einen, der heute in dem richtigen Jahrgang war und habe einen dabei gehabt, der 4 Jahre jünger war. Und dennoch schaffen die Zehlendorfer den Sprung ins Halbfinale. Und da wartet der große Favorit vom SCC Berlin. Zielstellung? Einfach mal versuchen, den großen Gegner zu ärgern. Das gelingt Ratajski-Schützlingen. Sie gewinnen nicht nur einen knappen ersten Satz, sondern schieben im zweiten Durchgang gleich eine weitere Überraschung hinterher. 25-23 für den Underdog, heißt 2:0 nach Sätzen und den Einzug ins große Finale. Wir versuchen taktisch möglichst klug uns aufzustellen. Wir versuchen die Stärken des Gegners aus dem Spiel zu nehmen und freuen uns darauf, dass wir vielleicht ein Spiel um Platz 3 machen können. Und dass ein Spiel um Platz 1 und 2 rausgekommen ist, war sozusagen die Belohnung. Da ist der Gegner die SG-Rotation Prenzlauer Berg, die sich in ihrem Halbfinalmatch gegen den Marzahner Volleyballclub durchsetzen konnte. Die Zehlendorfer starten gut in das Finale und das trotz anfänglicher Nervosität. Die Prenzlberger spielen zwar gut mit, aber mit dem nötigen Willen und einer Portion Leichtigkeit entscheidet der VfK den ersten Satz für sich. Die Rotation im ersten Durchgang noch etwas nervös. Na, beim ersten Satz ist es häufig die Aufregung, die bei den Jungs vorherrscht. Und das Wichtigste ist dann, bei denen Ruhe reinzubringen, denen Selbstvertrauen zu geben, denen zu zeigen, dass sie halt auch die Stärke und die Fähigkeiten haben, das hier zu gewinnen. Ja, und das ist das Allerwichtigste, dass man denen zuspricht. Das Geheimrezept, es hilft. Lukas Kramers-Kitz im zweiten Satz wie ausgewechselt. Die Motivationsansprache bringt Punkte und den Satzausgleich auf dominante Art und Weise. Das Machtverhältnis damit erstmal getauscht. Der VfK stemmt sich im Entscheidungssatz zwar mit Mann und Maus gegen die drohende Niederlage, doch den Matchball können die Südberliner nicht abwenden. 15-13 und damit Riesenjubel bei der Spielgemeinschaft. Für mich ist es einfach nur schön mit den Jungs. Ich stehe mit denen seit einem Jahr in der Halle und trainiere mit ihnen auf so ein Erlebnis hin. Viel wichtiger finde ich, dass die Jungs das mitnehmen, dass die Jungs das auf ihrem weiteren Weg, in ihrem Verlauf als Sportler, vielleicht sogar als Profisportler später, das im Kopf behalten, dass solche Drucksituationen existieren, dass man sie meistern kann, wenn man daran glaubt. Hat Spaß gemacht, oder? Ja. Eigentlich nicht besonders. Ja, es war sehr motivierend, wenn man dann auch immer Zuschauer unter sich hatte, die sich angefeuert haben und immer wieder angespornt wurde. Es war sehr motivierend. Grund zur Freude haben am Ende dann auch die Marzahner, die sich im Spiel um Platz 3 gegen den SCC die Bronzemedaille sichern. Junge Talente, spannende Matches und ein frecher Underdog. Die Berliner Meisterschaften der U13, ein Turnier der Kleinen für Liebhaber des großen Sports. Ja.